Die ETH-Bibliothek besitzt eine der bedeutendsten Sammlungen wissenschaftlicher Instrumente und Lehrmittel. Rund 300 dieser Objekte hat Rudolf Wolf im 19. Jahrhundert gesammelt. Er war nicht nur der Gründer der Sternwarte, sondern auch der erste Direktor und zusätzlich war er erster Direktor der ETH-Bibliothek. In den thematischen Vitrinen zeigen wir Highlights der Sternwarte. Zum Beispiel einen Erd- und Himmelsglobus aus dem 17. Jahrhundert, die von einem flämischen Barockmaler bemalt wurden. Mit diesem Handfernrohr hat Rudolf Wolf die Sonnenflecken erforscht. Er war Pionier auf diesem Gebiet und seine Erkenntnisse fließen auch heute noch in die Forschung mit ein.